Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Das ist Mittwoch, der 16. September, Gedenktag der heiligen Cornelius und Cyprianus. Die beiden kommen im ersten Hochgebet vor und sind darin verewigt und gehören in die Frühzeit der Kirche, in die Mitte des 3. Jahrhunderts, als die Kirche an vielen Orten verfolgt wurde von der römischen Staatsmacht, die Angst vor den Christen hatte und dachte, sie kriegt mit Feuer und Schwert das Problem gelöst. Die beiden waren sehr unterschiedlich. Cornelius war Papst in Rom und Cyprian Bischof in Karthago in Nordafrika, heutiges Tunesien, wo es damals eine blühende Kirche gab. Augustinus ist da zu nennen, 100 Jahre später. Und beide hatten es typischerweise mit Schwierigkeiten zu tun, die in einer nicht homogen christlichen Umwelt auftauchen, also in der Umwelt, in der wir längst wieder sind. Der Cornelius musste sich mit Fragen herumschlagen, ob Menschen, die unter dem Verfolgungsdruck des Staates vom Glauben abgefallen waren, nachher wieder aufgenommen werden durften. Und Cyprian mit der Frage, ob die Taufe, die von sogenannten Ketzern gespendet wurde, also Christen, die man nicht für richtig christlich hielt, ob die trotzdem gültig ist. Ja, da kann man sich denken, na gut, das sind Schmerzen, wer sie hat und das sind Probleme. Aber es hat die Menschen schwer beschäftigt und sie haben sich nur mit Mühe dazu durchringen können, dann aber Gott sei Dank auf die mildere und großzügigere Lösung zu setzen und nicht die strengere. Es hat in jedem der beiden Fälle auch welche gegeben, die dagegen waren und das ganz eng geführt und ordentlich eingeordnet haben wollten, damit klar ist, schwarz oder weiß, drin oder draußen. Aber das ist eben nicht der Geist Christi. Hingegen ist der Geist Christi ganz und gar in der Lesung heute aus dem ersten Korintherbrief, gestern schon angedeutet durch den letzten Satz der Lesung von gestern. Ich zeige euch jetzt aber noch einen anderen Weg. Brüder, Schwestern, strebt nach höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ja, das ist eine lange Lesung und jetzt habe ich vorher mit Cornelius und Cyprian meine Zeit schon vertan und geht nichts mehr, braucht aber auch nicht mehr. Das ist irgendwie selbsterklärend und die Gläubigen aller Zeiten lieben diesen Text. Nicht nur die, die heiraten, manchmal auch die, die heimgehen und sterben. Und in anderen Lebenslagen. Paulus redet nicht über die Liebe, sondern er spricht von ihr. Er hat sie in sich. Und hier spricht die Liebe von sich selber und sagt, wer sie ist. Gott segne und behüte sie alle.